Soll ich den Jingle jetzt spielen oder? Aber ja, ich spiele ihn. Willkommen zur Wiener Börseparty auf Audio CD.at. Heute ist Montag, der 27. Mai 2024 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio CD. Heute geht es um einen steigenden ATX Total Return und um einen fallenden ATX. Dann geht es noch um S-Immo und Immofinanz im positivsten Sinne und dann noch einen Nachtrag zum ATX Net Total Return, wo jemand nicht der gleichen Meinung ist wie ich. Dies und mehr in der Wiener Börse Party unter dem Motto Market. Hey and me, here's Market and me, podcasting for equity. With homie B. Hey, den Zeitgeist, ja, ein Ja, die Börse als Modethema und die Mai-Folgen der Wiener Börse Party, die sind präsentiert von Wiener Berger. Und ja, wir haben diesen Konflikt mit dem ATX raufjingelt, der eigentlich gar keiner ist. Die Titel, die heute den Unterschied machen, sind die Erste Group und die VIG, denn die beiden haben Ex-Tag und das führt dazu, dass der ATX Total Return bei 8533,9 mit 0,37% im Plus ist und der ATX um 1,01% im Minus bei 3709,09 Punkten. Das ist quasi diese Geschichte heute. Gewinner im 39 Titel umfassenden Private Investor Relations Universe sind die S-Immo, zu der komme ich dann noch mit plus 6,13% auf 21,65 Euro. Dann die Frequentis mit plus 1,81% auf 28,2 und der Verbund mit 0,98% auf 94,725. Ja, die S-Immo ist jetzt hier today zu ca. 75% im Plus schon und das ist ein Grund für Main Event, aber der zweite Grund ist, am Freitag hat die Immofinanz noch mitgeteilt, dass man mit der Vorbereitung eines Squeeze-Outs bei der S-Immo beginnen wird. Man hält jetzt schon 88,37% gemeinsam mit CPI Property und unter Berücksichtigung der eigenen Aktien der S-Immo sind das gleich 92,54%. Und da wird es jetzt ein Bewertungsgutachten geben. Da läuten grundsätzlich immer die Alarmglocken, aber großes Lob an Immofinanz, S-Immo und auch CPI Property, die Radka Döring, die ist sowohl bei der S-Immo als auch bei der Immofinanz Vorstand. Und sie hat heute gute Quartalszahlen bekannt gegeben. Und was mir vor allem gefällt, ist die Tonalität in der Aussendung. Das hört man nicht immer, wenn man einen Titel von der Börse nehmen wird, wo manchmal auch einiges schlecht geredet wird. Und die Radka Döring sagt, der Erfolg unserer Strategie lässt sich in den operativen Kennzahlen für das erste Quartal 2024 ablesen. Mieteinnahmen sind signifikant gestiegen, Bruttoergebnis deutlich über dem Vorjahresniveau. Die Strategie verstärkt in höher rentierende Objekte zu investieren, beeinflusst unsere Ertragskraft ausgesprochen positiv. Die Ankäufe der letzten Quartale liefern bereits einen bedeutenden Ergebnisbeitrag. Also man hat es an meinen Betonungen gemerkt, die Tonalität ist da äußerst bullisch und wie gesagt, das hört man nicht oft, wenn man von der Börse genommen werden soll und noch dazu mit den Verflechtungen, die es ergibt mit der Immofinanz und der CPI Property, aber ich bleibe dabei, beide Aktien 23 Euro, Immofinanz, S-Immo circa und dann konnte man nochmal günstig kaufen. Es ist wie es ist, aber die CPI Property macht das meines Erachtens nach sehr, sehr sauber. Weitere Nachrichten, Personalia bei der Vienna Insurance Group. Da ist der Rudolf Ertl jetzt zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt worden. Er übernimmt den Vorsitz von Günter Geier, der im Jänner gesagt hat, dass er nach Ablauf seines Mandats per 24. Mai, also Freitag, nicht mehr als Vorsitzender des Aufsichtsrats zur Verfügung steht. Und der Rudolf Ertl, der bleibt jetzt ziemlich genau ein Jahr bis 30. Juni 2025 der Vorsitzende und dann übernimmt der Peter Thiering nach Ablauf wiederum seiner Cooling-Off-Periode. AMAG erweitert die bestehende Aufdach-Photovoltaikanlage auf etwa die doppelte Fläche. Die österreichische Post feiert wieder mal mit einem österreichischen Unternehmen dessen Geburtstag. Es geht um die Spielkartenfabrik Piatnik und Söhne und da gibt es 4 ganz spezielle Sonderbriefmarken. Am Freitag habe ich noch über den
ATX Net Total Return gesprochen, der da jetzt von 1000 Punkten Startwert im Jänner 1991 auf über 7000 Punkte gegangen ist, wo ich gesagt habe, es ist der ehrliche Index, weil er die Nettodividenden berücksichtigt, also nach Abzug der jeweiligen Cast, die ja aktuell bei 27,5% liegt. Und da gab es Kritik von einem Hörer und natürlich gefällt mir diese Kritik, weil es ist natürlich vollkommen richtig, wenn man von 1000 auf 7000 steigt, hat man nicht nur die Dividenden-Cast zwar schon berücksichtigt drinnen, sondern auch, sollte man verkaufen, 6000 Gewinn und da wären ja dann noch einmal 27,5% fällig. Das heißt, diese 6000 sind dann nur 4350 wert und man steht eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, für einen Privatanleger mit diesem Net Total Return damit aus Verkäufersicht nicht bei 7000, sondern bei 5350, ist für so einen ehrlichen Index natürlich ein wichtiger Punkt. Danke für diesen Einwurf, den ich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gut finde. Steuerlich gehört da unbedingt was gemacht, aber das ist ja sowieso seit Jahren mein Red. Research. JP Morgan hat sich die erste Gruppe angesehen und bleibt bei Overweight. Das Kursziel geht von 48 auf 54 Euro. So, das war's für heute und wie gesagt, Respekt, S-Immo, Immofinanz, CPI Property, Ratskartörin für das Wording. Tschüss und Baba.